Ohne Scheiß, ich weiß es gar nicht mehr. Bin ich eben gestorben oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ne, ich bin nicht gestorben, genau. Bin nur zurückgerannt und habe nochmal gespeichert. Glaube ich. Oder? Bin mir gar nicht mehr so sicher, egal. Und hier hat man wieder mal ebenfalls eine Map, die im Multiplayer drin ist. Und zwar hat man hier dann auch wieder so ein... Gut, da kann man durchschießen. Ja, ist man hier halt auf den Carrier drauf. Und ja, kann man denn hier hin und her rennen. Auf Deck. Und ja, dann halt von oben auch aus so einem Kontrollraum kann man nachher raus... Oder kann man rausschießen. Alles drum und dran. Da. Und das nächste Ventil geöffnet. Gut, nee, ich dachte, hier kann man noch irgendwas kaputt machen, weil da ja stand, wir sollen noch was kaputt machen. Aber ich glaube, das geht erst nachdem wir die Ventile geöffnet haben. Ich schieße echt dran vorbei, ne? Ich weiß. Es kommen ja bessere Spiele, vor allem denn auch andere Spiele. Wo ich denn wieder ein bisschen besser aim. Ja, mein Auge hat gerade gejuckt. Gears of War beispielsweise. Und ja. Das wird natürlich auch wieder interessant. Da werde ich natürlich wieder besser aim. Allein weil es ein besseres Spiel ist. Hust, hust. So, das Ding werden wir nochmal öffnen. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht gestört, weil es hier schon wieder hin und her klappert bei mir in der Nähe. Aha. Kontrollzentrum zerstört. 1 von 4. Habe ich da doch irgendwas kaputt gemacht, ja? Wer weiß. Okay, gut. Nehmen wir einfach mal so hin und fertig. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Da lang. Sollen wir scheinbar. Wo denn? Okay, das wird jetzt automatisch. Okay, wir... Okay. Zerstören sie. Sabotiert. Okay. Haben wir soweit alles sabotiert? Das ist gut. Dann haben wir den ersten Punkt schon mal fertig. Oder beziehungsweise laut Tabelle den dritten Punkt, wie auch immer. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Punkt fertig. Der weniger auf unserer Liste ist. Oder der jetzt weniger ist. Da haben wir nochmal was. Scheiße, ich wollte den Medikit jetzt eigentlich nicht einsammeln. Na egal. Und tot ist er, jawohl. Dann haben wir damit nur noch ein Ventil und das ist garantiert hier drin, ne? Da müsste eigentlich die nächste Zentrale kaputt sein. Nein. Okay. Oh, ich darf vielleicht draufschießen oder so. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass das hier irgendwie Kontrollräume sind. Ah, okay, gut. Nehmen wir mal so hin. Ich hoffe mal, dass das trotzdem jetzt passt. Das heißt, wir müssen jetzt noch 3 Kontrollräume kaputt machen. Das Gold finden. Und das war's. Aber ich bin der Meinung, dass das hier irgendwie... Ich finde, das sind doch Kontrollräume, oder nicht? Ich kann hier nichts machen. Ja, nun gut. Ansonsten muss ich hier wieder zurücklaufen. Sorry. Um da irgendwie was weiterzumachen. Aber okay, gut. Wir müssen jetzt da, glaube ich, hin, ne? Ich glaube, sind von da gekommen, ja. Und müssen jetzt hier weiter. Hoffe ich jetzt mal, dass ich überhaupt in den richtigen... Ja, den richtigen Weg eingeschlagen habe. Da haben wir nochmal Muni. Ist eigentlich ein bisschen falsche Muni, egal. Ich habe eigentlich mehr gehofft, dass das Kontrollsystem nicht zerstört. Was muss ich denn da machen? Kontrollsysteme? Kontrollsysteme. Also die Dinger da in der Mitte. Oder wie? Hä? Das sehe ich jetzt nicht durch. Muss ich hier nochmal rangehen? Nö. Gegenschießen passt auch nichts. Also sind das hier doch die Kontrollsysteme? Moment mal. Hier muss doch denn irgendwas kaputt gegangen sein, oder nicht? Ach, die Dinger muss man kaputt schießen. Ah, okay. Kontrollsysteme. Ich habe immer Kontrollräume gelesen. Na gut. Denn erklärt sich natürlich vieles.
dass man denn da, dass man denn nicht weiterkommt. Na gut. Egal. Zum Glück lässt einer das Spiel dann nicht weiter. So, dann brauche ich da nicht reingehen. So, okay. Haben wir das auch geklärt? Alle Kontrollsysteme zerstört. Ich wusste doch, dass man da noch irgendwas drinnen machen muss. War mir schon so komisch, aber ich habe immer Kontrollräume gelesen. Beziehungsweise Systeme ja auch. Und ich habe damit eher irgendwie die Instrumente oder so dran gedacht. Diese Tür ist gesperrt. Wieso ist sie abgesperrt? Ich habe doch alles kaputt gemacht. Finden Sie das Gold. Ich komme aber nicht weiter runter. Das heißt das jetzt, ich muss wieder zurück? Aber ergibt ja auch keinen Sinn, oder? Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, passiert ja auch nichts. Und ja, schauen wir mal. Super, da hat man jetzt wahrscheinlich noch eine Stimme drauf, hoffe ich. Mal nicht. Kommt man da weiter? Ach! Guck mal, wen wir da haben jetzt. Gescriptet. Hi, Bromley. Und wir müssen den jetzt wahrscheinlich folgen. Und der macht bestimmt die Tür auf jetzt für uns. Alter, ich hoffe mal, dass die Stimme eben nicht drinne war, ey. Scheiß Störung. Das ist... Ah, okay. Er scriptet die auf. Okay, gut. Aber dass die auch wieder diese großen Dinge haben, ne? Gut, aber ich kann mit denen auch umherschießen. Und da haben wir noch einen. Das Gute ist... Gut, der steht nicht wieder auf. Dass wir hier noch ein Medikit haben. Und wir uns halt wirklich so heilen können. Und jetzt erst wieder in den nächsten Bereich kommen. Gehen können. Da ist das Gold. Das Gold haben wir gefunden. Aber die Leute sind hier ganz schön gut. Und die haben... Giftgas hier. Ernsthaft? Ihr Freund ist wach. Wir werden mit ihm anfangen. Sie haben mir eine Menge Ärger gemacht. Und ich möchte mich revanchieren. Durch sie habe ich ein Vermögen verloren. Diese Schlacht haben sie gewonnen. Aber eines verspreche ich ihnen. Eines Tages werden sie für alles bezahlen. Und Japan wird erstarken. Irgendwie kommen sie mir bekannt vor, sie kleiner Yankee-Bastard. Haben sie vielleicht einen Bruder? Sie sagen immer noch nichts. Dann statte ich meinem anderen amerikanischen Gast einen Besuch ab. Vielleicht ist er ja gesprächiger. Allerdings werde ich ihn nicht so zuvorkommend behandeln. Okay. Okay, die dumme Drecksau. Müssen wir jetzt garantiert... Ne, versenken sie den Dingens. Ist ja an sich soweit versenkt. Laufen Sie zurück und schnappen Sie sich alle Karten, die Sie finden. Wir müssen rauskriegen, wohin Shima das Gold gebracht hat. Ich besorge uns ein Transportmittel. Wir treffen uns auf dem Flugdeck. Ja, ich wollte den Text eben nochmal durchlaufen lassen, bevor ich speichere. Und Daten überschreiben. Jo. Speichern aber... Kennen wir ja. Ey, wie oft haben wir den Screen schon gesehen? Wieso haben wir zweimal Stabsarzt? Tür kann nicht geöffnet werden. Okay, gut. Das heißt, wir müssen den Weg hier durchlaufen. Und treffen garantiert auf 100.000 Gegner. Da ist zu. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn wir die Dinge gekriegt hätten. Oh. Mehr Stan-Muni und nicht hier für die große Waffe hier. Allein weil die, was weiß ich, wie viel Platz einnimmt. Da haben wir ein bisschen Muni. Ja gut, ich renne hier, versuche jetzt mal hier durchzurennen. Okay. Gott, das vereinigt vieles. Ja, ich weiß, ich sterbe. Ich kann auf die Flugzeuge schießen, die explodieren. Das vereinfacht sau viel. Das heißt, ich kann... Gut. Ich war ein bisschen irritiert. Egal. Weil ich nicht an meinen Speicherpunkt dahin aufgebracht bin. Egal. So kann ich auf die Flugzeuge schießen und
paar Leute gehen da durch wenigstens schon drauf. Oder auch nicht. Okay, jetzt. Zack. Halt durch die Explosion. Okay. Sehr eigenartig, die hätten eigentlich drauf gehen müssen. Ich habe keine andere Waffe, ich habe nur die. Oh Gott, auch sehr interessant zu wissen. So, wir werden noch nicht den Stabsarzt holen. Ich versuch's nochmal vorher. Aber das ist auch schon wieder sehr komisch, warum die halt nicht gestorben sind. Die standen nicht mal 20 oder 30 Meter weit weg. Bei einem explodierenden Flugzeug, was mit Kerosin betankt ist. Hä? Und die überleben das einfach so? Ne, niemals. Also, ist halt nicht so schön. Aber egal, es ist gleich vorbei. Ist halt ein Spiel von 2003. Ah gut, hätte man noch ein bisschen ändern können, aber na gut, was will man mehr. Ist auch schon wieder sehr Hä? Moment mal. Spackt das Spiel gerade? Ich habe doch eben gerade einen Stabsarzt genommen, oder nicht? Nee. Jetzt habe ich einen Stabsarzt genommen. Da stand aber eben schon ein Stabsarzt-Paket gefunden. Egal, irgendwie ist das Spiel jetzt gleich buggy, egal. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute jetzt schon hier plötzlich da sind, obwohl ich die gerade abgeschossen habe. Oder? Wenn. Ne, die sind tot, okay. Das sind neue Leute, die sich halt neu postiert haben, bloß halt an den gleichen Stellen, an den Leuten. Oder an den toten Leuten. Oder bei den toten Leuten, wie auch immer. Und natürlich werden wir auch die Flotte hier kaputt machen. Links müssen wir hoch. Gucken, kriegen wir das Ding noch zerstört? Ja. Sicher, sicher. Nicht, dass die uns nachher irgendwie noch, was weiß ich, was verfolgen wollen oder so. Oh. Komm, sterb. So, aber das ist gut, wenn man... Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch schon rausgekriegt, man sollte hier auf die Füße zielen. Oh. Fix mal den Stabsatz nehmen. Man sollte hier echt auf die Füße zielen und da dann halt den Rückstoß halt Rückstoß sein lassen. Weil der arbeitet doch dann ganz gut. So, Stand haben wir auf jeden Fall. Weil durch den Rückstoß wird die Waffe ja halt hochgezogen. Und dadurch, ja, kann man eigentlich besser den Gegner töten. Na komm. Aber die Stand ist mir aber trotzdem, finde ich immer noch besser. Problem ist, ich würde auch ganz gerne Granaten schmeißen, aber ich habe keine. Komm, sterb. Hinter mir? Ne. Weil mir wurde eben doch ein Radar angezeigt, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, dass ich hinter mir Schüsse noch abkriege. Dabei ist doch der nur von vorne. Na komm. Geht doch. Dass die auch immer so lange auf ihren Tod warten, ne? Beziehungsweise mir nicht den Gefallen machen. Da. Komm, hau ihn. Hau ihn doch. Da geht's rein. Okay, wir müssen da rein. Ich will da aber nicht rein. Na gut. Egal. Dann gehen wir halt rein, tun hier nochmal zerschnetzeln. Ja, das sind halt noch die letzten paar Nachzügler, die wir halt ja, töten sollen und die halt den Flugzeugträger noch verteidigen. Versuchen zumindest. Oh, oh. Fick dich, du Hurensohn! Ich wollte dich töten und dann... Ah, scheiße, ich war auch leer. Warum sind denn immer alle meine Waffen leer, Mann? Verdammte Scheiße. Das ist so zum Kotzen, ohne Witz, Mann. Okay. So, den können wir töten. Das können wir kaputt machen. Hier müssen wir einfach nur auf die Leute schießen. Weil, ja. Flugzeuge explodieren lassen ist eh scheißegal. Weil das nichts bringt. Verstehe ich eigentlich so rein gar nicht. Das geht doch eh wieder neben. Auch ohne Scheiß. Ich ziehe, was weiß ich, wie weit links. Und der wird getroffen. Der Typ. Also der Gegner. Irgendwie, ja, ich weiß nicht.